Das machst du doch gut. Guck mal, das ist doch mindestens genauso tief wie ich. Hi, ich bin's wieder und ich habe heute ein Video von euch mit einer ganz anderen Thematik als sonst, aber super wichtig für euch. Da habe ich wen dabei? Isa, Expertin für Fitness, Yoga, Dehnübung. Das ist nämlich das Thema. Und Dehnübung, vielleicht denkt ihr jetzt noch an Turnunterricht oder früher so Mannschaftssportarten, wo man dann irgendwie nie Bock hatte, sich die ganze Zeit zu dehnen und das dann irgendwie dann auch nicht mehr gemacht hat. Aber wenn ihr viel im Sattel sitzt oder viel Landungen und harte Schläge beim Bikeparkfahren kriegt, da hat man schnell Dysbalancen, Manual Wheelie geht alles in den Rücken und man wird ja auch nicht jünger. Deswegen sollte man schön Übungen machen und wir haben ein paar Beispiele, wie man sich dehnen kann, kräftigen kann. Und ja, wie bist du jetzt darauf gekommen, das zu verbinden? Also ich finde, ich habe nach einer OP tatsächlich mit Yoga angefangen, weil die Sehnen alle verkürzt waren und man ja keinen Sport machen durfte. Und dann habe ich gemerkt, dass das fürs Biken eigentlich super ist. Ich habe vorher meine Handgelenke gut aufgewärmt, ich habe weniger Muskelkater oder auch im Rücken einfach weniger Schmerzen gehabt und ja, keine Wadenkrämpfe während okay. der Fahrt. Ah, das hat gut funktioniert. Also auch schon bei der Fahrt schon. Vorher aufwärmen vernünftig und hinterher dann nochmal ein bisschen nachdehnen und dann ist der Muskelkater auch passé. Okay, also ihr merkt schon, bei dem Thema kann man echt tief gehen. Wir wollen euch auf jeden Fall inspirieren und ihr wisst natürlich, wenn ihr jetzt orthopädische, medizinische Probleme habt, wo ihr merkt, da müsst ihr wirklich zu einem Arzt oder zum Experten, dann geht auch dahin, weil da können euch auch keine Leute im Internet irgendwie groß helfen. Das muss sich dann auch ein professioneller Arzt oder so angucken. Also bitte hört auf euer Gefühl, wenn euch irgendeine Übung total schmerzt oder ihr sagt, ich habe da eine Vorschädigung, ganz vorsichtig rangehen und im Falle des Falles medizinische Hilfe holen. Ist auch ganz wichtig, egal welche Übung, die darf ein bisschen ziehen, ein bisschen drücken, aber wenn sie wirklich stark schmerzt, aufhören und dann lieber nochmal kontrollieren lassen. Jo, also es geht weiter und zwar kann euch jetzt Isa mit ihrem Fahrrad, danke schon mal an CX Bike, dem Bikeshop und Verleih in Winterberg, dass sie uns hier das schicke Fahrrad zur Verfügung gestellt haben, weil Isa kommt aus Hamburg mit der Bahn und da ist es natürlich schwer, ein Mountainbike mitzunehmen. Ja, ist ein bisschen windig, das merkt ihr. Wir wollen auch ein bisschen im Bikepark fahren, da kommen auch noch Videos. Sie hat einen Fullface-Helm im Vergleich zu mir, deswegen hat sie jetzt bei den Übungen keinen Helm an. Also bitte nicht denken, dass sie jetzt auch so fahren würde. Genau, und dann bin ich sicher, dass die Tipps euch helfen. Sehr gut. Also Fullface-Helm brauchen wir nicht, weil ganz so gefährlich ist es dann doch nicht. Wir machen jetzt einfach nur ein paar Übungen zum Aufwärmen. Da könnt ihr ich zeige euch ein paar Übungen mit Bike und ein paar ohne. Ganz wichtig ist natürlich, die Handgelenke nachher so ein bisschen aufzubauen. Und ganz wichtig für uns, Schultern aufwärmen, öffnen. Das machen wir jetzt ein paar Mal. Dann gehen wir noch mal ein bisschen in die Beine und in den Rücken. Und dann wird das schon. Also, je nachdem, Sattel einmal runternehmen, könnt ihr einen Schritt zurück, so ein bisschen hüftbreit einfach auseinander und dann legt ihr euch einfach mal ein bisschen nach vorne und versucht mit der Zeit immer beim Ausatmen ein Stück weiter nach vorne runter. So öffnen wir super gut die Schultern und können halt diese Verletzung einfach vorbeugen. Ne? Also nicht jetzt immer hier so machen, sondern wirklich schön aushängen. Und wie lange hältst du das dann ungefähr? Ja, so 30 bis 60 Sekunden kann man das schon machen. Okay, und so wie du das jetzt machst, ist es schon sehr tief. Glaubst du, ich würde so tief kommen? Wir sagen mal, dein Fahrrad ist höher, deswegen nicht ganz so tief. Okay, aber du bist schon so ein bisschen vorgedehnt, ne? Ja, ich bin natürlich schon etwas vorgedehnt. Man muss jetzt nicht wirklich den Kopf zwischen die Beine, darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass wir die Schultern, die Gelenke so ein bisschen warm machen. Ne? Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, was wir sonst immer von der Wand kennen, einfach mal den Lenker festhalten und euch ein Stück drehen. Je nachdem, wie weit ihr kommt, da wieder, wenn es schmerzt oder so, wirklich aufhören und drüber nachdenken, warum das weh tut. Denn wenn ihr noch nicht gesprungen seid oder so, vielleicht mal beim Arzt doch mal nachfragen. Ne? Und dann könnt ihr euch einfach nur so ein bisschen umdrehen.
Also ich komme jetzt schon sehr weit. Ob ihr so weit kommt, das weiß ich nicht. Das ist jetzt ein bisschen, würde ich einfach mal schauen. Ne? Ganz wichtig, beide Seiten. Und du meinst, unter 30 Sekunden braucht man es eigentlich gar nicht erst machen? Nein, das bringt rein gar nichts, weil wir wollen es ja aufwärmen und von 2-3 Sekunden werden wir nicht warm. Wir müssen das wirklich ein bisschen dehnen, ne? Und dran gewöhnen, dass da was passiert. Und wenn wir dann nur bis 10 zählen, funktioniert nichts. Nehmt euch lieber wirklich diese 5 Minuten Vorbereitungszeit, denn die sind echt Gold wert am Ende. Ganz wichtig, eure Körperspannung. Ne? Also steht jetzt nicht so da, ne? Sondern gerade. Blick nach vorne und einfach ein bisschen. Und wenn ihr es schafft, so weit wie ihr könnt. Na? Ihr müsst jetzt aber nicht hinter dem Rücken klatschen müssen. Das ist okay, das müsst ihr nicht können. Was es sonst noch so angeht, da könnt ihr das einfach den Rahmen festhalten. Bisschen stabiler. Wir nehmen einen Fuß nach vorne, komplett aufsetzen. Jetzt machen wir nämlich ein bisschen was für die Wade, damit wir da nicht krampfen während der Fahrt. Geht einen schönen Schritt zurück. Und dann merkt ihr, dass es hier komplett einmal gerade sein muss. Ne? Das ist so ein leichtes Ziehen. Und wenn ihr merkt, das zieht nicht so doll, dann dürft ihr ruhig gerne mal so ein bisschen nach vorne den Fuß drücken. Weil dann haben wir auch das Sprunggelenk ein bisschen warm gemacht, weil das ist wirklich sehr wichtig, gerade wenn wir die Sprünge abfedern wollen, ohne dass wir uns da verletzen. Einfach ein bisschen Gewicht drauf. Ne? Also jetzt nicht hier so runter, das wird mit den Schuhen wahrscheinlich auch eher wehtun. Okay. Sondern einfach nur ein bisschen, dass es so leicht zieht. Also ich kann jetzt schon mal sagen, wenn ihr die Fahrtechnik-Videos immer guckt von uns, dann wisst ihr ja, die hängende Ferse ist wichtig. Wenn ihr normal steht, wenn ihr steiles fahrt, also die hängende Ferse kennt ihr. Und da habe ich schon oft das Feedback bekommen, dass es da auch schon sehr dehnt. Also dann seid ihr wirklich sehr verkürzt. Und mit der Übung jetzt hier von Isa, werdet ihr merken, da kann man, auch wenn man da schon ein bisschen gedehnt ist, sich noch mehr dehnen und ein bisschen wehtun darf das schon, oder? Es darf ein bisschen ziehen, gerade wenn es verkürzt ist, dann muss das ziehen, weil wir wollen es ja ein bisschen verlängern. Ganz wichtig ist, für jede Dehnübung auch wirklich den Gegenpart so ein bisschen mit anspielen. Das heißt, wir haben ja jetzt quasi nach vorne runter. Ihr dürft gerne mal den Fuß nehmen auf die Spitze und so ganz leicht mal nach vorne drücken. Da werdet ihr merken, dass das Sprunggelenk dann auch noch mal so ein bisschen zieht. Ne? Ja, natürlich könnt ihr jetzt ganz geil für die Waden, ne? Ich glaube, man kennt es aus dem Fitnessstudio, immer schön hoch und runter. Das funktioniert natürlich auch super. Ja, das kräftigt dann die Waden. Ja, haben wir ein bisschen, kriegen wir noch ein paar Wadenmuskeln. So, ich könnte jetzt als Profi sagen, macht mal das Bein da hoch. Aber macht unbedingt gerne den Sattel vorher runter. Das ist ganz wichtig. Vor allen Dingen jetzt nicht auf den Knopf drücken. Jetzt nicht auf den Knopf. Das wäre mies. Wer das jetzt nicht schafft, ist nicht so schlimm. Ihr könnt das natürlich dann zum Beispiel auf dem Boden machen oder so. Aber da kriegen wir hier den Oberschenkel noch mal ein bisschen. Ne? Gerade hier innen. Das kommt gerne mal so ein bisschen Muskelkater, wenn wir dann falsch auf dem Bike stehen. Hatte ich am Anfang, wo ich angefangen habe, da habe ich so wirklich in den Oberschenkel Muskelkater gehabt. Ja, einfach nur so ein bisschen nach vorne drehen. Ne? Wenn ihr das nicht könnt, dürft also, ihr das auch gerne ohne Fahrrad machen. Okay, ne? Wenn ihr jetzt so weit kommt wie Isa, dann seid ihr schon mal gut. Dann habt ihr alles richtig gemacht. Nein, ihr könnt natürlich auch gerne, wir haben ja alle Schoner an. Haltet euch am Fahrrad fest. Ne? Einmal aufs Knie, den Fuß einfach hinten locker und dann mal so ein bisschen gestrecktes Bein. Nehmt euer Fahrrad, dann seid ihr stabil. Und wackelt nicht so hin und her, ne? Und dann könnt ihr so ein bisschen euch nach vorne legen. Und dann werdet ihr merken, dass es hier auch ein bisschen zieht. Okay. Das darf es auch. Das muss es auch. Und am anderen Bein, spürst du da auch schon was? Hier ist gar nichts. Okay. Das legen wir wirklich nur ab. Okay. Das heißt, jetzt dehnen wir das Bein. Das hier ist ganz entspannt, locker. Ne? Also ihr wisst, Schoner nicht vergessen, gerade wenn ihr so einen steinigen Boden habt. Wir sind hier im Bikepark Winterberg, alles voller Kies und Steine. Jetzt wird sportlich. Jetzt dehnst du auch den Oberschenkel. Jetzt habe ich hier und hier, ne? Also gerade die Rückwand, sage ich mal. Ne, die Rückwand, die ist ja bei uns beim Biken, finde ich, am allerwichtigsten. Okay. Ja, wer bis auf den Boden kommt, kriegt einen Pluspunkt. Der kriegt ein Like. Müsst ihr einen Kommentar schreiben, dann kriegt der ein Like mehr.
Ah ja, ja, also wenn ich das sehe, das dehnt mir schon irgendwie so meine Beine, obwohl ich hier nur rumstehe. Ja, ganz, was man auch noch machen kann, ich glaube, das kriegen die meisten auch eher hin. Nochmal das Fahrrad festhalten, gerne auch jetzt, ganz wichtig, die Bremse. Ne? Weil das ja einfach so ein bisschen das Bein hochhebt. Na, das könnt ihr auch machen. Da müsst ihr jetzt natürlich auch nicht bis zum Himmel kommen. Probieren wir mal spaßeshalber. Ob ich mit Montur, das habe ich ja noch nie gemacht. Ne? Bremse. Okay, jetzt kommt die Yoga Queen in hier zum Vorschein. Könnt ihr auch machen. Aber hauptsächlich geht es wirklich darum, bis zum Popo. Einfach einmal bis zum Popo gehen. Das reicht schon. Ein bisschen ausschütteln. So, was können wir noch machen? Uns fehlt, glaube ich, der Rumpf noch ein wenig. Ne? Wir haben vorhin das so nach vorne gemacht. Ist natürlich auch wichtig, das nach hinten zu machen. Ne? Nehmt euch das Bike wieder und dann macht ihr so ein bisschen drehen. Dass ihr eure Hüfte ein bisschen bewegt. Ja, also nicht den Kopf, sondern die Hüfte. So. Na, dann könnt ihr da so ein bisschen, ja, also wie beim Morgens, beim Aufstehen, nicht übertreiben, ne? Also hier. Also meinst du langsame Bewegung? Genau. Gerade wenn man schon mal einen Hexenschuss hatte. Nicht bis nach unten, aber so ein bisschen, weil wenn wir die ganze Zeit auf dem Bike so sitzen, dann tut uns hinterher gerne mal so ein bisschen das hier weh, ne? Dass man immer so danach macht. Dann müsst ihr ein bisschen lockern. Einfach ein bisschen lockern. So. Okay. Ich glaube, es gibt mittlerweile in jedem Bikepark immer so ein paar Zäune, so ein paar Geländer, die nehmen wir jetzt einfach. Nehmt euren Handrücken und legt ihn mal da so drauf, geht ein Stück zurück, sodass ihr euch quasi darauf abstützen könnt. So, jetzt ganz wichtig, nicht auf die Fingerspitzen, sondern auf den Handrücken. Und dann könnt ihr so ein bisschen die Schulter rausdrücken und wieder rein. Nicht fallen lassen, das ist auch sehr ungesund, sondern einfach nur so ganz leicht hoch und runter. Als wenn ihr so Mini-Liegestütze macht. Ne? Okay, also du hast jetzt Gewicht am Zaun in den Händen. Genau. Das Gegenteil wie beim Bike. Genau. Ich mache ja jetzt nicht hier diese Liegestütze, sondern wirklich nur, um ein bisschen die Schultern nochmal zu lockern. Ja? Ihr könnt dann auch gerne den Nacken gerade lassen, nicht so nach oben oder nach unten, sondern wirklich gerade und einfach so 10 bis 15 Wiederholungen reichen schon. Na, ihr könnt gerne mehr machen, das ist immer gut. Dann einmal umfassen. So, jetzt ganz wichtig, wenn es schmerzt, aufhören. Ne, es darf wieder ziehen, das ist völlig in Ordnung. Aber versucht mal ein bisschen zu überdehnen. Dass ihr jetzt, hier merkt ihr das dann ein wenig, das so runterdrückt von euch. Ne? Die Hand soll nicht durchbrechen, sondern wirklich nur ein wenig öffnen. Das haltet ihr einfach so ein paar Sekunden. Könnt ihr auch gerne wieder bis 20, 30 zählen. Man kann auch einfach ein Lied singen oder wenn man Rapper ist, so wie ich, dann rappt man einfach ein paar Parts. Dann ja, hat man die Sekunden drin. So, dass die Zeit halt rumgeht. Ne? Oder in dem Fall hier können wir diese super geile Aussicht einfach mal genießen. Das ist der Hammer. Wir haben nämlich super Wetter mitgebracht extra. Ja, im Bikepark Winterberg. Scheint die Sonne. Jetzt nochmal, dass die Fingerspitzen zueinander zeigen. Ja, wieder aufpassen. Wir lagern jetzt das Gewicht um. Das heißt, wir gehen ein bisschen rüber, ja, dass wir jetzt die Seite ein bisschen dehnen. Na? Und andere Seite. Ganz wichtig. Da dürft ihr auch gerne mal so ein bisschen hin und her schwenken. Das ist in Ordnung. Nur nicht hier so, ne? Das machen wir nicht. Das ist keine Party. Das ist wichtig. So. Ich glaube, der Klassiker kennen wir alle. Ne? Das ist, glaube ich, das, was alle können und kennen, um die Handgelenke ein bisschen aufzuwärmen. Ganz normal. Wenn ihr so geschickt seid, ich kann das nicht, in beide Richtungen. In eine kann ich das gut, in die andere nicht so. So müssen wir mal ein bisschen trainieren. Koordination. So, okay. Und dann Hand einfach mal auflegen, leicht auf die Finger runterdrücken. Da wird es zack, einmal durchziehen. Das darf ein wenig ziehen. Das ist in Ordnung. Ne? Also wenn sie das als Yoga-Expertin sagt, das darf ein bisschen ziehen, dann kann ich jetzt schon mal übersetzen, das darf ruhig ein bisschen wehtun für uns Laien und sehr verkürzte Radfahrer. Aus eigener Erfahrung sage ich schon mal, es wird auch wehtun.
Ja. Es ist ein ziehendes Wehtun. Aber natürlich Skala 9 Punkte von 10, also mehr dann besser nicht. Ja, also wenn ihr so ein bisschen Tränen in den Augen habt, hört bitte auf. So, da haben wir das schon. Das Einzige, was ihr jetzt noch machen könnt, wäre, dass ihr so ein bisschen die Grifftechnik, ne? Dass ihr einfach mal so ein bisschen drückt. Dann sind eure Finger schon mal warm für das Bremsen. Einfach zudrücken, als wenn ihr den Zaun massieren wollt. Da freut der Zaun sich drüber. Einfach mal locker kneten, dass ihr euren Liebsten vor euch habt. Es war ein langer Tag. Und jetzt kneten wir dem einfach mal die Schultern durch. So, dann ein bisschen ausschütteln. Holzi, 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 hört er nur eins. So. Ich glaube, die Nackenmuskulatur ist auch noch sehr wichtig. Da würde ich halt aufpassen, wenn ihr irgendwelche Blockaden habt, gerade so im Atlasknochen oder halt in den Schultern, dass ihr da euch wirklich warm macht. Ne? Wenn ihr Blockade im Atlasknochen habt, da ist auf jeden Fall ganz wichtig, geht zum Arzt. Das bekommen wir auch mit diesen Dehnübungen nicht weg. Das ist keine medizinische Versorgung. Ne? Also, wir nehmen unsere Hände. Ein bisschen auf den Hinterkopf, wie Chef halt, und dann drücken wir den so ganz langsam runter. Nicht schnell, sondern langsam. So, da merken wir so ein leichtes Ziehen, das wird dann quasi der Dauerschmerz sein heute, aber das ist okay. Wichtig ist gerade, ne? Nicht so hier schräg, gerade. Dann langsam wieder loslassen, lasst euch Zeit. Einmal die Arme runter, Hand hier drauflegen. Jetzt nicht hier, sondern schön auf den Kopf. Und dann nehmt ihr den auch wieder ganz leicht und drückt ihn. Jetzt wisst ihr, warum sie keinen Helm auf hat. Es ist ja, warum ich und keinen Neckbrace an hat. Ja, und ich bin nicht müde, sondern die Sonne blendet mich. Ich krieg meine Augen kaum auf. Und ganz wichtig, wieder langsam loslassen. Ne? Also wir machen keine ruckartigen Bewegungen. Für die Fortgeschrittenen, die können sogar den Arm ein bisschen versuchen herunterzudrücken. Na, dann haben wir hier noch eine längere Bahn, die wir zum Ziehen bringen. So, und nicht hier dieses Unkontrollierte, das ist wirklich sehr wichtig. Einmal nach vorne, nach rechts, nach links. Manchmal mache ich es auch nach hinten. Da müssen wir aber wirklich aufpassen, dass wir da keine Probleme haben. Ne? Und dann wirklich nicht jetzt da runterdrücken, sondern ganz entspannt. Als wenn wir den Kopf auf dem Sofa ablegen. Und dann einmal die Schultern locker runter. Und langsam dann die Schultern benutzen, wieder hoch. Und dann so ein bisschen kreisen. Bei dem einen oder anderen wird es knacken. Das ist normal und das ist gut. Da lösen sich eure Blockaden. Kein hier rundum, super ungesund, das kann unser Nacken nicht ab. Das ist eine Übung, die wir super selten ja auch im Alltag machen, dass wir unseren Kopf so drehen. Das heißt wirklich, macht nur diese halben Bewegungen. Das ist auf jeden Fall gesünder für euch. Wer fortgeschritten ist, kann natürlich dann noch weitergehen, aber da würde ich wirklich aufpassen und dass sich nicht einfach nur so mal eben aus Spaß den Kopf verdrehen lassen. Ne? So, ich glaube, jetzt haben wir alles. Wir haben den Kopf, Hände, Beine, Waden und den Rumpf. Ich glaube, das ist doch gut. Jetzt seid ihr aufgewärmt hoffentlich und habt das nicht nur in 10 Sekunden durchgespielt, sondern habt euch da 2-3 Minuten Zeit für genommen. Jetzt seid ihr aufgewärmt, jetzt dürft ihr motiviert loslegen. So, wir haben jetzt gedehnt, warm gemacht. Jetzt machen wir noch ein paar Übungen, um die Bauchmuskeln etwas zu wecken, bevor wir losfahren. Und gleichzeitig ein bisschen die Balance trainieren. Und wenn ihr vielleicht auch in einer Gruppe unterwegs seid im Bikepark, kann man es auch super als Challenge benutzen. Wer schafft am meisten? Ihr dürft einmal die Hand in die Mitte vom Lenker auf den Sattel, ein ganzes Stück zurück, dass das Bike schräg steht. Schön lange Fersen runterdrücken. Und jetzt kommt die Herausforderung, das Bike wegdrücken. Als wenn ihr in den Liegestütze runter wollt. Und wieder zu euch hin. Mal sehen, wer bei euch dann die meisten schafft. So, ganz wichtig. Gleichmäßig, langsam. Und dann werdet ihr merken, hier zittert das. Das sind eure Muskeln, die gerade aufwachen und denken, oh Gott, was ist hier los?
So, das könnt ihr machen. Jetzt für die Balance finde ich auch ganz richtig coole Übung. Wenn ihr zu wackelig seid, dann macht ruhig den Stand ein bisschen breiter. Und jetzt nicht zu weit weg, sonst haut das Fahrrad ab. Einmal nach rechts. Und mit Kraft wieder zurück. So, da werdet ihr merken, auch in den Seiten, dass es da zittert. Das sind eure Muskeln. Ne, auch der untere, also das ist total eine Übung für den unteren Rücken auch, ne? Wo ihr halt auch hier schön kräftigt, was beim Fahrradfahren vom Vorteil ist. Ne? Da sehen wir, dass am längsten bei euch durchhält. So, also da zittert es wirklich überall, selbst bei mir. Jetzt noch eine Übung, ganz wichtig, Bremse, und zwar beide. Fest anziehen, schön zurück. Jetzt machen wir Liegestütze mit dem Fahrrad. Das mache ich auch nicht alle Tage. Jetzt kommt nämlich hier die Balance im Spiel. Das heißt, ihr müsst euren Rumpf, euren Core, euren Bauch anspannen, weil sonst geht euch der Spike flöten. So, dürft ihr wieder einen breiten Stand. Und jetzt machen wir Liegestütze. Warum nicht? Da brauchen auch keine Ausreden kommen. Ich schaffe kein Liegestütz. Am Fahrrad ist es nämlich viel einfacher. Dann könnt ihr dann in der Gruppe gucken, wer schafft die meisten Liegestütze. Jetzt nur aufpassen, ne, dass ihr nicht so sehr wackelt. Also versucht das Fahrrad wirklich ruhig zu halten und dann runter mit euch. Und wieder hoch. Ne? Einmal nach außen und wieder hoch. Dann haben wir einmal diese Muskulatur im Rücken. Naja, wenn wir springen oder die ganze Zeit, das spannt sehr an. Da können wir die schon mal ein bisschen aufwecken. Und auch hier wird es ordentlich zittern. Und dann kriegt ihr ein paar Bauchmuskeln für den nächsten Sommer. Könnt ihr schon mal vortrainieren. Ja, sehr gut. Finde ich gut. Ich glaube, ich habe jetzt ein paar Muskeln mehr. Probiert es aus. Mal sehen, wer die meisten Liegestütze bei euch schafft. In der Gruppe. Und dann könnt ihr loslegen. Das machst du doch gut. Guck mal, das ist doch mindestens genauso tief wie ich. Und hast also du irgendwo? Ich kann jetzt mal sagen, wenn ich so aufrecht stehen bleibe, mir dehnt es hinten Rückseite Knie. Ja, siehst du? Also da habe ich jetzt mehrere Sachen direkt drin. Ja, sehr gut. Und deine Schultern? Sind ja, die entspannt? Cool. Also ich merke, wie sich so auf, wie sagt man das, wenn es sich aufdehnt. Ja, genau, wenn es öffnet, wenn sich die Schulter öffnet, ne? Und machst du das nochmal mit dem auf den Knien? Oh, ich habe keine Schoner an. Ach, du hast keine Schoner an. Wie vorbildlich. Ja. Was kannst du noch machen? Krass, also wenn ich jetzt versuche, die Übung von Isa nachzumachen, das wird natürlich alles nicht so elegant aussehen. Ich gebe euch mal so ein bisschen von mir ein, zwei Tipps. Ich bin großer Fan von Liebschau und Brach, das kennt ihr vielleicht. Weil das ist auch dann für Leute, die vielleicht nicht so yoga-affin sind, weil der Begriff schon abschreckt, sind da echt sehr schöne Dehnübungen in so einem Konzept drin. Und das hat mir sehr geholfen. Ich möchte das einmal zeigen. Das hat Mobility und Flexion, ne? Hat nichts mit Yoga zu tun und immer nur so weit, wie man sich gut fühlt. Genau, also bei, ich habe halt ein Hexenschussproblem und das habe ich schon seit ich 19 bin oder so, durch viele Sitzen und ich mache jetzt mal eine Übung vor, bitte nicht meckern, wenn es nicht so professionell aussieht wie bei Isa, dass man halt in so einer, ja, Vierfüßerstand, wie nennt man das? Und dann kann man das so ein bisschen die Hüfte durchhängen lassen. Ja. Und wenn man jetzt nicht so einen steinigen Boden, wie ich gerade hier habe, oder Handschuhe anhat, ist besser. Ganz wichtig, ausatmen. Immer weiter atmen, nicht die Luft anhalten. Dann entspannt sich der Körper auch. Und lange halten. Also ich merke, also jetzt habe ich es nicht lange gehalten, weil es hier für die Kamera ist. Hier hast du die Steine. Hast du gut gemacht. Das spürt man total. Und das ist für mich so, die Präventionsübung, also eine von mehreren, und auch wenn ich schon so einen leichten Hexenschuss hatte, nicht so einen radikalen, so einen ganz leichten, wo ich schon merke, da zieht's, wenn die Muskeln dann hinten zugemacht haben, dann gehe ich in diese Übung und das merke ich, das tut schon gut und es ist auf jeden Fall ein erlösender Schmerz. Und die Übung, die Isa vorgemacht hat, auch viele, die sich so mit Rotation zu tun haben, da merke ich auch, das ist wichtig. Ich hatte zum Beispiel schon bei Wheelies oder Manuals auch schon richtige Hexenschüsse. Bin ich ein Wheelie in die Kurve gefahren, weil man, da konnte ich mich tagelang kaum
drehen, ohne wieder einen Hexenschuss zu kriegen. Also da müsst ihr echt gucken, dass ihr, bevor ihr durch Sitzen im Büro, Sitzen auf dem Fahrrad und so weiter, da auch so Probleme kriegt, auf jeden Fall diese Übung macht. Ich kann euch das raten. Liebscher und Bracht könnt ihr auch online auf YouTube und so weiter folgen. Und genau, das sind auf jeden Fall noch so meine Anregungen, sich das mal anzuschauen, weil Hüftbeuger, Hüftstrecker, alles ist halt so verkürzt. Und wenn ihr so einen Faszienball habt oder so ein Faszienrollending, auch Gesäßmuskel, all das muss auch schmerzhaft gelockert werden. Ja. Und da weiß ich da zum Beispiel Fabio Schäfer auch schon mal Tipps gegeben. Weil der ja auch diese Faszien, das fand ich sehr motivierend von ihm, nochmal danke dafür, weil er hat auch echt geschrieben, das muss echt auch schön wehtun. Und das mache ich immer und es tut auch schön weh, aber es hilft. Gut, dann, man kann viel reden, ihr müsst es machen. Und ich würde sogar sagen, dass ihr natürlich jetzt in den Kommentaren mal schreiben könnt, welche Übung macht ihr, welche Verletzung hattet ihr, welche Vorschädigung. Und vielleicht entsteht da auch so ein bisschen Austausch untereinander. Ja, ich danke Isa nochmal und im nächsten Video ist sie auch mit dabei. Wir sehen uns.